Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge LS19 Maps, Mods and More. Heute schauen wir uns mal eine Karte an, die ja, wir so in der Reihe hier noch nicht hatten. Und zwar ist es die Western Australia in der Version 2.0. Sieht erstmal so aus bei der Kartenauswahl. Die Map kam Anfang des Monats, Anfang Mai kam die raus. Und ja, wie der Name besagt, ist das schon die zweite Version von der Karte. Da gibt es jetzt ein paar Änderungen für die Leute, die die erste Version vielleicht schon kennen. Es gibt ein neues Wohnhaus mit Schlaftrigger. Das sind jetzt die Händler alle im Gewerbegebiet. Verkehr und Fußgänger sind dazugekommen. Flüssigdünger, Mineraldünger, Kalk kann man jetzt in Silos kaufen. Es gibt zwei neue Fruchtsorten, Roggen und Hirse, wer es auch immer braucht. Und ja, würde sagen, wir switchen jetzt mal rein. Wie gesagt, ich habe noch nie eine australische Karte gespielt, hat also die amerikanischen zur Grundlage. Und ja, da fangen wir schon mal an einem sehr, sehr netten Wohnhäuschen an mit viel Grundstück. Das soll jetzt irgendeinen Schlaftrigger haben. Auf jeden Fall kann man hier Wasser abzählen. Das ist schon mal gut. Falls der Wassermann kommt, muss der nicht ins Haus. Weiß ich jetzt aber nicht so genau, wie das mit dem Schlafen funktionieren soll, weil ich da nirgendwo interagieren kann. Haben hier einen kleinen Teich bei uns im Grundstück. Ach, herrlich. Gut, bevor wir anfangen, haben wir so diese typischen Windräder. Würde ich sagen, wir schauen erstmal kurz über die Map und sehen, dass das schon feldtechnisch ein ganz schöner Kravenzmann ist, würde ich sagen. Sehen, da oben sind wir. Da ist unsere Homebase mit unserer Farm. Und ja, ansonsten ist viel Feld. Eigentlich nichts an Wald. Und haben hier unten noch so einen kleinen Gewerbepark, wo wir dann quasi alles andere finden. Ja, das sind ganz schön große Felder und das ist auch, glaube ich, das, worum es hier geht. Es ist vor allem eine Map für Leute, die halt wirklich Bock dran haben, Getreide zu schreddern. Die Bock drauf haben, mit den großen Giants-Maschinen rumzufahren, die im Multiplayer Bock drauf haben, mit mehreren Leuten mal so eine richtige Ernte durchzuziehen. Ja, für die ist diese Map natürlich richtig, richtig geil. Wenn wir uns die Landpreise anschauen, das sind ja hier doch ganz schöne Teile. Wenn wir jetzt so zum Beispiel die Elf haben und die hat jetzt einen Wert von 136.000. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber in der Kartenbeschreibung steht dazu, dass das wohl sich an den reellen Feldpreisen dort orientiert. Spielt also in West-Australien, wird auch der Getreidegürtel genannt und die Karte stellt einem hier gut 1500 Hektar Ackerfläche zur Verfügung. Das ist wirklich, wirklich viel. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns die ganze Sache mal an, schauen uns unseren Hof mal an, schauen uns ja, den Gewerbepark mal an und gucken dann auch mal ja, wie denn die Felder so aussehen, wie die Landschaft aussieht. Ihr kennt das ja schon von unseren anderen Map-Vorstellungen. Das heißt, bevor wir jetzt aber starten, würde ich sagen, wir schauen nochmal hier ganz kurz rein. Haben also hier so im Gewerbepark unten vier Verkaufsstellen, die teilweise ein bisschen was anbieten. Haben jetzt hier, was ist das, Kartoffeln und Rüben, sowas haben wir nicht. Eier, Wolle, Milch. Ist hier ein bisschen drauf geschissen, ja, weil es geht hier halt wirklich um Getreide machen und sehen dann hier hinten, dass wir also jetzt noch Roggen und Hirse dazu haben. Ich persönlich kann mit den Standardsachen ganz gut leben. Es gibt natürlich einige von euch da draußen, einige LS-Zocker, die so viel wie möglich mitnehmen, was geht. Haben wir jetzt hier noch Roggen und Hirse. Es sollen auch noch andere Dinge dazukommen. Sprich, die Map hat auf jeden Fall auch noch Support. Die Version 3 ist auch irgendwie schon angekündigt. Dann, ja, gucken wir mal von unserem Wohnhaus vielleicht so ein bisschen Richtung Hof.
Es quietscht schön. Die Lichtstimmung ist wieder fantastisch. Und auch so der erste Eindruck vom übers Land schauen. Ja, es sieht nach Australien aus. Ich war noch nicht dort. Ach, guck, hier läuft auch schon ein erster Mensch einfach. Okay. Okay. Die laufen hier quasi einfach so ein bisschen bei uns durch den Hof durch. Oh ja, auch bei uns in den Hallen. Grüß dich, haben Sie sich mal unsere Produktion hier angeguckt? Ja, auch hier der nächste. Und wir haben auch schon ein paar Maschinen zur Verfügung. Und das sehen wir. Das sind hier schon die, ja, ganz dicken Dinger. Ne? Also, ja, die werden hier für die großen Felder natürlich auch benötigt. Haben auch schon zwei Trucks zur Verfügung. Haben also, es ist hier alles ein kleines bisschen größer. Die Maschinenhallen sind größer. Der Hof ist größer. Haben hier, ja, eine Tankstelle. Haben auch hier vorne irgendwas. Soll ich noch mal ganz kurz drüber schauen? Ja, haben hier vorne dann das Hofsilo. Da. Ja, auch das ist, würde ich sagen, eine kleine Ecke größer. Wir haben also dieses typische braune Gras, viel helle rötliche Erde und große Silos, denn das, was wir von den Feldern holen, das muss natürlich auch irgendwo eingelagert werden. Dafür stehen die Dinger hier. Ja, ich finde es landschaftlich schon wieder richtig geil. Das ist richtig gut umgesetzt mit dem. Das Australian-Feeling kommt da echt gut rüber. Dann würde ich sagen, wir switchen mal ganz kurz. Wir brauchen hier ein schnelles Gefährt. Mit Traktor will ich jetzt nicht hier unbedingt rumcruisen. Deswegen habe ich mir mal noch den Mercedes X-Klasse geholt. Den wir uns, ja, dann hier nebenbei auch mal noch mit anschauen. Können wir noch ein bisschen rumspielen. Können da Lichter anbauen. Uns einen größeren Motor reinsetzen. Und hier Offroad Tires. Ja, okay, das hätte ich jetzt eigentlich ganz gern gekauft. Naja, das Orange hat mir jetzt eigentlich ganz gut gefallen, so, ja. Und die, ja, Offroad-Reifen sind vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Dann kaufen wir mal das Ding. Und ich gehe mal davon aus, dass der jetzt gleich unten im Gewerbepark erscheinen wird. Da switchen wir vielleicht mal schnell hin. Zap, zap, ja, noch einiges, genau. Da ist er. Dann schauen wir uns den vielleicht nochmal ganz kurz an, auch wenn das hier nicht Hauptbestandteil dieser Karte sein soll. Aha, das sind sehr nochmal schön. X-Klasse 700. Rückspiegel. Das sieht ganz cool aus. Der gibt auf jeden Fall auch Maggi. Den finde ich jetzt so schon geiler als den BMW X6, den wir letztens angeguckt haben. Denn das Gerät geht richtig vorwärts, lässt sich ein bisschen arcade-mäßig fahren. Aber das soll ja jetzt ein Tierbestandteil dieser Map-Vorstellung sein. Den habe ich bloß mal geholt, weil wir doch ja allein, um hier den Gewerbepark zu überschauen, weil wir da mit dem Trecker unterwegs sind, da brauchen wir doch schon. Oh, da ist ein Zaun, den hat es jetzt ein bisschen spät erscheinen lassen. Ja, da sind wir schon eine halbe Tagesreise unterwegs. Und ja, Australien, ganz wichtig, wir haben hier natürlich Linksverkehr. Das ist auch vielleicht ein klein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie komme ich denn da jetzt hin? Sage mal. Wupp, wupp. So. Genau. Ist halt hier der Gewerbepark. Gucken wir mal, ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt unbedingt so ganz krass im Detail anschauen müssen. Haben hier halt. Ja, bestimmt, die Geräuschkulisse ist auch cool. Wir haben hier so dieses leichte Windradkratzen, was wir bei uns hatten. Haben jetzt hier so ein, ja, elektronisches, maschinelles Quietschen so im Hintergrund. Das finde ich schon ganz cool. Und auch hier laufen ja Leute einfach so im Kreis rum. Da könnte vielleicht nochmal ein bisschen nachgebessert werden, aber ich weiß ja auch, dass viele von euch Verkehr und Fußgänger sowieso ausgeschalten haben. Ja, schon der Gewerbepark, das zieht sich ja echt krass. Das ist echt
riesig. Dann hier noch ein paar Silos, Ankaufs-Verkaufsstellen. Und auch dann hier hinten Busch, Hinterland. Wenn wir sehen, da hinten, das ist ja jetzt im Prinzip schon das Kartenende. Das ist. Sieht ganz cool aus. Man bekommt auf jeden Fall die Weite von der Landschaft hier. Das kommt auf jeden Fall richtig, richtig gut rüber. Und ich würde sagen, wir sind jetzt hier. Planen mal eine kleine Rundreise über die Map. Sind hier hinten, haben jetzt zum Beispiel hier unten. Uns das nochmal ganz kurz angucken. Das Feld 8, das kostet halt etwa 5000 Euro. Ja? Also, ich denke, man könnte sich da zum Anfang, wenn man normal Farm Manager spielt, gleich mal die ganze Karte zulegen. Zumal man ja schon einiges an Gerätschaften hat. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal hier so quer rüber, dass wir hier auf die Hauptstraße kommen, dann nochmal hier hochdüsen und wieder Richtung Hof machen. Da machen wir gar keine großen Gefangenen. Und irgendwie, genau, hätten wir hier unten dieses Feld, selbst das ist ja. Das ist das Feld 8, jetzt, was wir hier sehen. Das ist ja. Von Standard-Maps ist das ja schon groß. Es ist halt richtig, richtig groß. Hier drüben die 18 machen vielleicht noch mal eine Sache. Hier unten ist ja die Karte gleich zu Ende. Schauen uns mal an, wie das gehandelt ist hier. Finde es auch wieder sehr cool, dass da schon Sachen wachsen auf den Feldern. Das macht die Sache einfach ja schöner, realistischer. Jetzt müsst ihr gleich bumsen wahrscheinlich. Oder kann ich einfach von der Karte runterfahren? Jo! Okay. Jo, da sind wir wieder. Also, das war, fand ich relativ uncool, dass wir jetzt, ja, das sollte man also tunlichst vermeiden. Man sollte aufpassen, wo man, runterfährt. Also, das geht eigentlich gar nicht, dass man da einfach aus der Karte rausfallen kann. Aber gut. Ist halt jetzt so. Kann ich jetzt nichts ändern. Kommt vielleicht dann im nächsten Update. Also das, da sollte man schon nachbessern. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Wir schauen uns lieber mal noch ein bisschen die Felder an. Es ist halt auch richtig flach. Ne? Aus. Ist da halt so. So. Ach, das ist jetzt gar keine Straße. Okay. Dann nutzen wir vielleicht mal mehr den Hauptweg. Ich zoome ein kleines bisschen raus. Das ist schon krass, wie groß das wirkt. Also ich meine, es wirkt ja nicht bloß groß, es ist ja wirklich groß. So, alles, was wir jetzt abgefahren sind, das ist alles das Gewerbegebiet. Unten das Feld 8, das sieht mini aus auf der Karte. Das ist groß. Das ist ein großes Feld. So, fahren dann mal hier so vielleicht ein bisschen die Feldwege ab. Ja, die Übergänge jetzt von Weg zu Grünstreifen zu Feld ist jetzt nicht ganz so cool. Also habe ich in Karten schon besser umgesetzt gesehen. Und es ist doch. Ich sag mal, es ist halt wirklich flach. Ja? Also die Map soll auch flach sein. Und Leute, die wirklich halt ernten wollen, die kommen da hier voll auf ihre Kosten. Aber ich meine, so ein Feldweg, der kann dann vielleicht schon mal so ein paar kleine Unebenheiten haben. Ist aber jetzt, finde ich, nicht so gravierend, weil ja, Leute, die die Karte spielen, die legen da vielleicht doch jetzt nicht ganz so. Das ist nicht ihre Hauptprämisse bei einer Kartenauswahl. Haben hier auch die typische rote Erde. Haben wir mal so einen Haufen. Und auch, ja, die Vegetation, die Bäume. Das ist stimmig. Da kann man definitiv nichts sagen. Vielleicht, wo sind wir denn gerade? Wo sind wir denn gerade? Genau, 11. Würde ich sagen, das ist das größte Feld. Ich hätte jetzt einfach mal Bock. Wir fahren jetzt mal quer hier drüber. Fahren jetzt einfach mal quer hier drüber.
Und ja, das ist wie bei der Thüringen Maps, soweit man schaut, das ist alles ein Feld. Das ist, ich möchte mal, würde ich mal ganz gern wissen, falls es jemand von euch sieht, der so große Maps spielt. Oder gibt es überhaupt Leute, die so große Maps spielen? Habt ihr da Spaß dran? Weil ich meine, wie lange brauchen wir denn, um so ein Feld zu ernten? Das ist ja unwahrscheinlich. Man spielt doch da bestimmt den ganzen Tag. Selbst wenn man zu viert ist. Zu viert, zu fünft. Da ist man doch den ganzen Tag beschäftigt, so ein Feld abzuernten. Das ist der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. So haben dann hier auch diese typischen, ja, so verrostete Stacheldrahtzäune. Das ist schon richtig cool. Viele Stromleitungen. Wirklich viele Stromleitungen. In Australien wird ja doch ja, das meiste überirdisch geleitet. Deswegen. Krass, ich glaube, ich habe auch noch nie eine Map gespielt, wo die Weite von so einer Karte so krass rüberkam wie hier. Das ist schon, da bin ich fast ein bisschen baff, bin ich ganz ehrlich. Und mir auch verschiedene Zäune mit, ja, die dann hier auch mal nicht ganz gerade dran sitzen. Ich muss mal wissen, was der Gun macht. Ja, der bumst uns einfach ab. Okay, da können wir vielleicht nochmal drüber gehen. Ja, dass die Zäune vielleicht nicht ganz so gerade sitzen, macht, ist eine Sache für mich, die es realistisch macht. Wenn doch nicht alles so akkurat ist, wie jetzt hier zum Beispiel diese Kurven, das. Ist dann vielleicht nicht ganz so schön. Okay, hier geht jetzt das Feld wirklich bis an den Zaun ran. Macht es mir der andere vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber ich denke, ja, jetzt hier diese eckigen Kurven. Könnte man vielleicht ein bisschen Schmoof machen. Hier fahre ich jetzt nicht raus, könnt ihr vergessen. Das mache ich nicht. Was stand auf dem Schild? Drift Sand, okay. Ja, ansonsten sollte es dann vielleicht auch schon gewesen sein, weil es im Detail doch nicht ganz krass viel zum Erkunden gibt. Eine Sache, auf die ich bei meiner Map-Auswahl jetzt sehr viel Wert legen würde, aber ich natürlich auch weiß, dass es doch einige Leute gibt, die doch da mehr so, sagen wir mal, am ureigenen Grundgedanken des Landwirtschaftssimulators festhalten und es deswegen spielen, weil sie ja Landwirtschaft betreiben wollen, die Landwirtschaft simulieren wollen. Dafür ist das Spiel auch da und dafür ist die Karte ja sehr gut gemacht. Da kann man sich richtig auslassen, mit was zumindest ja, Feldarbeit angeht. Ja, würde sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Ich finde das Setting von Australien richtig gut umgesetzt. Das mit dem Kartenende muss man echt aufpassen. Ich hoffe, dass das in der nächsten Version dann ja, verbessert ist. Ansonsten wieder eine richtig, richtig coole Map. Richtig cool umgesetzt. Western Australien Version 2. Links sind alle in der Beschreibung. Groß. Es ist einfach groß. Ja. Mich würde interessieren, gibt es Leute da draußen, die wirklich solche großen Karten spielen? Wie spielt ihr das? Multiplayer? Gibt es auch Leute, die es vielleicht alleine spielen? Also das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Was habt ihr da an Spaß dran? Würde mich wirklich mal interessieren. Und ja, Link zu der Map ist in der Beschreibung. Link zu dem lustigen Mercedes ist auch in der Beschreibung. Sollte man sich vielleicht doch ein schnelles Auto zulegen, wenn man hier auf der Karte spielt. Ansonsten richtig viel zu entdecken gibt's nicht, aber das, was da ist, ist cool. Es ist halt vor allem Ackerland. Habt viel Spaß mit der Map. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr die Sache hier bewertet und wenn ihr vielleicht auch mal bei unseren Livestreams vorbeischaut. Kommt jede Woche frisch vom Feld. Ja, einfach Kanal abonnieren und die Glocke richtig festdrücken. Dann bekommt er Bescheid, wenn wir on air gehen. Hab vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.